Hey Leute, willkommen zurück bei Papers, Please. Letztes Mal haben wir, was haben wir eigentlich letztes Mal gemacht? Wir haben ein paar Leute nicht reingelassen. Die wurden nach Rest geschickt. Wir hatten sogar eine angeblich bärtige Frau dabei, hat sich aber festgestellt, es war ein Mann. Aber das hat er wahrscheinlich nicht selber gewusst, was männlich und was weiblich ist. Und unser Sohn ist schon wieder krank. Ich glaube, wir müssen den mal langsam abschaffen. So, wir schlafen und gehen in den Tag 9 hinein. Mit einem guten Gewissen. Hochrangige Kolleci sind, okay, Spione. Spione. 1. Dezember 1982. So, alle herkommen. So, ja, das haben wir noch. Wegen Corman Drex. Verdammt, ich muss den Namen hier offen lassen. Corman Drex. Corman Drex. Haben wir jetzt was anderes? Neue Kronvorschriften? Nee. Okay. Dann geht's los. Nächster bitte. Ui. Hi. Hallo. Bist du der Spion? Was? Nein. Ich bin Wärter hier. Mein Name ist Kalaksch. Die haben gesagt, ich kriege einen guten Posten. Und dann, was? Was? Also, vielen Dank. Ich verdiene so gut wie nichts. Also, wir mehr verdienen. Ja, aber jetzt pass mal auf. Okay. Ich kriege einen kleinen Bonus, wenn du Leute einbuchtest. Je mehr du einbuchtest, desto mehr kriege ich. Aber fair ist das nicht, oder? Du solltest auch was kriegen. Also werden wir dieses kleine Problem lösen. Für jeweils 2 Leute, wie du einbuchtest, kriegst du 5 Credits als Bonus. Klingt das nach einem guten Geschäft? Oh, klingt fair. Du kriegst das Geld, sobald die mich bezahlt haben. Mach mir besser laut. Umso mehr, ich mag eh Leute einzubuchten. Nächster! Ich hoffe, du hast keine gültigen Papiere bei dir. Papiere bitte. So, gucken wir mal gleich nach. Zu Besuch, einige Monate. Wow, bist du lange zu Besuch. Würde ich nie in diesem Land besuchen wollen. Okay, das sieht alles leider sehr gut aus. Einzige Sache, was ich gucken könnte, wäre die Stadt, Karte der Region. Was hast du? Oblistan. Oblistan, da kommt mein kleiner Freund hier. Ne, ist alles okay. Leider alles okay und tschö. Weiblich warst du auch. Das habe ich gesehen. Der nächste. Hallo, Papiere bitte. Das ist ein schönes Foto. Nur zu Besuch, 2 Monate. Okay. Nummer ist okay. Abgelaufen ist es. Hallo. Alle müssen ungültig sein. Nein, das ist ungültig. Wie oft denn noch? Hau ab. Nächster bitte. Ich verbrauche nur Zeit. Und du kannst dich, kann dich nicht verhaften. Papiere bitte. Nehmen Sie das? Passen Sie darauf auf. Ich werde von einem Hochstapler verfolgt. Ja, dann geh raus. Bloß nicht verwechseln. Okay. In die rechte und dann. So. Nächster. Wir müssen die rechten geben. Dran denken, Leute. Papiere bitte. Da fehlt aber was. Ich will zu meinem Mann ziehen. Ja, dann. Quatsch. Können wir jetzt machen? Einreisende benötigen. Ja. Sie haben keine. Heißt das so schwer? Weiblich. Auch alles Einwanderung unbegrenzt. 30.12. Alles gut. Auch alles gut, leider. Und rau ab. Kein Ärger. Nächster bitte. Papiere bitte. Was ist mit dir los? Bleib hier 2 Wochen. Okay. Name, das ist alles okay. Abgelaufen ist auch noch nicht. Glorian ist, glaube ich, wirklich eine Stadt von denen. Weiblich, okay. Echt? Frau oder Mann? Ja. Routinemäßige Untersuchung. Drehen Sie sich bitte Richtung Scanner und lächeln Sie. Denn ich will auch mal was Schönes als Foto haben.
Habe ich nicht gesagt, sie sollen lächeln, das sieht kein bisschen besser aus, das ist immer noch eine Diskrepanz. Ja, es gibt Probleme, da fehlen mir die Worte. Ja, tschüss. Okay, da hätten wir schon mal ein von zwei für zusätzliche 5 Credits. So, nächster bitte. Rechts müssen wir geben. Okay, Papiere bitte. Papiere bitte. Ihre Papiere? Achso, ja, hier. Perfekt. Tschüss! Und schon haben wir es erfüllt. Papiere bitte. Reise, ich will arbeiten. Wie viele 30 Tage ist okay? Fischerei. Ich will in der Fischerei arbeiten. Hm, alles richtig weiblich, sieht auch gut aus. San Mimero, okay. Datum auch nicht abgelaufen soweit. Nee, ist auch mit einem Monat. Warte mal kurz. Ein Monat, reicht das überhaupt? Übereinstimmung? Übereinstimmung? Gut, wenn er meint. Also für mich wäre es nicht ein Monat, aber... Ja. Tschüss! Nächster. Okay. Papiere bitte. Ah, kommen wir zurück. Schön in den Stadtsklot zurück. 89 Kilo, 1,81. Ja, stimmt schon. Drecks, ja. Geburtstag auch okay. Gültig ist es auch noch. Männlich bist du auch. Ostglättchen ist eine Stadt, soweit ich weiß, ja. Und. Achso, doch. Das meinst du? Sehr gut. Schnell lesen. Okay. Ja, ja. Verlieren Sie das gar nicht. Oh mein Gott. Ich werde mich belagert, mich voll mit irgendwelchen Zeug. Der nächste bitte. Haben Sie von mir noch nie gehört? Nein. Geh weiter. Ich will von dir nichts gehört haben. So, da stimmt was nicht. 2 Wochen, das ist schön, aber dein Name stimmt mit dem nicht überein. Ja, verhören. Ich habe 2 verschiedene Namen. Dann bitte ich darum, bitte die Fingerabdrücke zu untersuchen. Und dann gucken wir mal. Stimmt sogar überein. Aber gucken wir mal, ob die Finger jetzt miteinander übereinstimmen. Okay. Ja, ist okay. Okay, ist es noch gültig? Gültig ist auch Besuch, hat sie ja gesagt. Das stimmt ja mit den Namen. Okay, wenn es geklärt ist, dann verschwinde. Ich will auch keinen Ärger. Schlimm genug, mal so viele Leute zu haben, ja. Wer bist du denn? Was hast du denn auf? Komischer Name, aber willkommen zurück in den Astotskar. Geburtsdatum, auch okay. Datum ist auch okay. Dann würde ich sagen, weiblich bist du auch 43. Warte mal kurz. Hast du zugelegt oder was ist los? Eine kleine routinemäßige Untersuchung. Verdammt, ich habe gehofft, dass noch eine weitere kommt. Aber vielleicht ist es Nummer 2. Ein bisschen schwer, ehrlich gesagt. Ja. Es ist ein kleiner Fass. Ja. Was tun Sie da? Ich tue nur meine Arbeit, mehr nicht. Und mehr auch nicht weniger. Ich kann damit dieses Land retten. Aber, oh, mit Leertaste kann ich das aktivieren. Super. So, alle frieren, dann können Sie jetzt mal hungern. Da habe ich 95 schon als Reserve. Bestechung. Echt, ich wurde bestochen? Also bestochen war das nicht. Ich habe ein Angebot angenommen, aber keine Bestechung. Machen wir schnell weiter. College räumt mit inneren Machtkämpfen. Okay. Die haben anscheinend auch Probleme in College. 2. Dezember 1982. Mal gucken, ob mal bald wieder ein Attentat kommt. Inspektor. Was? So. Oh. Hier.
Ein Inspektor. Hallo. Guck mal, ich habe sogar ein Buch offen, damit ich die ganzen Grundschrift. Hallo, Herr Inspektor. Hm, nun. Sie sind hier der Inspektor. Also bin ich für Sie verantwortlich. Sie haben 9 Verweise bekommen. Vielleicht war es ein Fehler, sich auf die Lotterie zu verleihen. Hier die Motivation. Hängen Sie das an der Wand an. Ich komme in 10 Tagen wieder. Für die Diktatorische. Ist lange lieber als Totska. Seien Sie mir keine Schande. Ja, Quatsch. Mein Gott. Der Inspektor mal wieder. So, was willst du? Ich will nur durch und 2 Wochen. Ja, das stimmt. Bostan, Nathalie, das ist aber leider ausgelaufen. Ja, ich hatte zu tun, das ist aber schade. Und ich könnte viel mehr meine Sachen hier nutzen. Meine Schnelltasten, aber das und einmal das. Muss ich mir merken. Okay, Papiere bitte. Ja, ich sehe schon wieder hier Probleme. Es stimmt überhaupt nichts. Ich habe mich operieren lassen. Ja, dann zeig es mir mal kurz. Hat die noch irgendwelche Probleme? Das ist aber... Nee, das sieht mir nicht... Ich habe schon wieder... Ja. Und willkommen, meine Kleine. Du kannst jetzt etwas Schönes besuchen. Eine 2 Quadratmeter Zelle mit fließenden kalten und eiskalten Wasser. Und mit einem gewissen Begleiter drin. So, Papiere bitte. Ja, da fehlt noch was. Nur zu Besuch. So. Ja, da brauche ich was. Ich habe sie verloren. Ja, das ist aber schön. Und ich habe meine Unschuld gestern verloren. Auf Wiedersehen. Ich werde nicht gehen. Ja, dann kriegen wir es auch anders hin. Obwohl, ich habe meine Unschuld gestern verloren. Das würde keinen Sinn machen, weil ich einen Sohn habe. So, ich explodiere. Das ist kein Scherz. Ja, lassen wir. Oh. Ja, kriegen wir auch so hin. Nächster, bitte. Mann. Papiere, bitte. Das stimmt aber nicht. Ich will zu meinem Mann ziehen. Ja, die Person braucht aber einen Pass. Was ist denn ein Pass? Nur für abgelehnte Einreisewillige. Achso. Zack, abgelehnt. Das meint er damit. Sorry. Ich darf jetzt mal wissen. Okay, Papiere bitte. Kolecci, Name, Helge, das ist schon wieder so. Was ist denn heute los mit den Leuten? Echt? Der Name ist unterschiedlich. Ja. Das will ich sehen, ob der geändert wurde. Oh, die hat echt einen Alias. Das stimmt überein. Und das hier auch. Übereinstimmung, okay. Nicoletti, weiblich stimmt, das ist auch alles okay. Dann würde ich sagen, genehmigt und hauen sie, die Nummer, stimmt auch. Hauen sie ab. Hier, Verschwinder. Nächster bitte. Oh, du wieder. Papiere bitte. Und der Agent ist bereit. Ab morgen. Okay. Steht hier? Was? Kleinen Moment. Mika oder Mikaeli? Astra? Stefan Grie? Okay. Mika ab morgen. Okay. Nächster bitte. Ja, dann merke ich mir. Papiere bitte. Vereinte Föderation als Zoska gehört dazu, das stimmt. Anni, das stimmt auch. Datumstechnisch okay, weiblich sieht auch gut aus, insofern genehmigt. Und auch wenn es nur halbherzig war, raus mit dir, wir haben noch ein paar andere. Nächster bitte. So, Papiere bitte.
Glory to Stuttgart, Alexandria. Gewicht stimmt überein, Geburtsdatum stimmt auch überein. Das stimmt auch. Auschwitz, ja. Glory to Stuttgart übrigens. 1,78. Na gut, war ein bisschen kleiner, glaube ich, aber ist nicht das Problem. So. Papiere bitte. Reise, Durchreise. Wie lange? 2 Tage. Okay. Nummer stimmt, stimmt. Das ist aber schon ein bisschen wieder her. Ja, es muss ein Irrtum sein. Ja. Tschüss. Nächster. Was die Leute immer an Irrtümer denken. Ich verstehe es nicht. Papiere bitte. So, Andri, was ist? Ist okay, 2 Wochen, ja, Transit. Transit, hat er Transit gesagt? Transit, ja. Männlich, Schinken, Datum, das ist auch okay. Vereinte Föderation, ja, sieht okay, Stempel sieht auch okay aus. Dann, bitte kein Ärger. Sei das wieder mit der Stadt gewesen? Das kann gut sein. Nein, er war okay. Papiere bitte. Ach. Gottes Willen. 79 Kilo stimmt auch überein. 1,82 stimmt. Paradisaner? Haben wir echt eine Stadt, die Paradisaner heißt? So, Azotska. Haben wir echt. Hätte ich nicht gedacht. So. Weibel stimmt auch alles überein. Geburtsdatum. Ja, sieht gut aus. Hier, bitteschön. Glory to Stuttgart und so. Nächster. Vielleicht kriegen wir noch 2 hin. Papiere bitte. Nummer, was Transit. Wie lange? 14 Tage, stimmt auch. Das ist gültig, weiblich. Name stimmt auch wieder überein. Das sieht gut aus. Dann weiter. Kein Ärger bitte. Nächster. Was war das? Das ist diese Stadt. Ich hasse es. College. Datum. Das stimmt. Das stimmt. Bist du schon alt? Ja, jetzt gucken wir mal. Was hast du gesagt, wie lange du bleiben möchtest? Einwandern. Das stimmt sogar. Okay. 22.10.84. 82. Ja, stimmt auch. Alles überein. Ist okay. Einreise genehmigt. Willkommen in unserem schönen Land. Und? Alles super. Einmal Fehler gemacht. Der ist schon wieder krank. Wie oft der krank ist. So. Nahrung können wir nicht verzichten. Heizung können wir verzichten. Und wir haben gut gewirtschaftet. Schon 110 Dollar. Nein, ich werde denen auch diesmal keine Heizung geben. Es ist immer noch preiswerter, Medikamente zu bezahlen als die Sachen. Deswegen. Und es wird ja immer nur unser Sohn krank und keine andere Person. Deswegen sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Papers, Please. Bis dann. Ciao, ciao.